Hallo und herzlich willkommen zurück zu Grotesque Tactics. Das letzte Mal haben wir die erste Kampfmap abgeschlossen, sozusagen. Mit seiner halbgöttlichen Halbgöttlichkeit, dem Holy Avatar. Höchstpersönlich. Und wir haben Mandy gerettet. Ja. Mandy. Naja. Ich sehe auch nicht gerade so schön aus im Gesicht, aber Holy Avatar, er ist ein wahrer Holy. Alles klar. Unser nächster Auftrag besteht darin, ein bisschen im Dorf umherzusehen und gucken, was wir so finden können. Das werden wir tun. Ah! Großer Held! Ich kenne einen Witz, der jedem gefällt. Was macht ihr da am Pranger? Station Wish ist ganz begeistert von meiner Genialität. Sie wollen mich hier festhalten, damit sie immer die besten Witze von mir hören können. Das bezweifle ich jetzt mal stark. Wieso entsteht bei mir nur ein gewisses Misstrauen in der Aussage? Erzählt mir euren besten Witz. Vielleicht habt ihr es noch nicht bemerkt, aber ich lache nicht so oft. Mann zum Bäcker. Ich hätte gerne 30 Brötchen. Bäcker, nehmen Sie doch 40. Dann platzt die Tüte. Den habe ich nicht verstanden. Wollt ihr noch einen hören? Nein, ich gehe nun besser mal Glory retten. Alles klar. Mandy, was hast du denn zu sagen? Ich hole die Avatar und euch zu Diensten. Habt ihr die Reise gut überstanden? An der Seite von Holy Avatar war die Reise wirklich angenehm. Der bestaussehendste Held errettete mich. Was Schöneres könnte einer Jungfrau nicht passieren. Und mögt ihr Holy Avatar? Oh, ich liebe ihn. Wir werden hoffentlich heiraten und einen Sohn nach seinem Ebenbild formen. Okay, ist diese Aussage nicht etwas verfrüht getroffen? Ich meine, ihr habt euch doch gerade erst kennengelernt. Was? Glaubt ihr etwa nicht, dass er mich liebt? Er hat mich doch errettet. Ein Retter liebt doch seine errettete Jungfrau. Naja, also... Wenn es so ist, dann werde ich gehen. Ich habe hier nichts mehr verloren und... Mandy Baby, natürlich liebt seine halbgöttliche Wenigkeit euch. Macht euch keine Gedanken und kämpft für Glory. Ich bin so glücklich. Seht ihr? Alles in Ordnung. Da bin ich aber froh. Das habe ich jetzt gerade nicht gesehen. Alles klar. Ich gehe lieber weiter. Okay, was haben wir denn noch zu entdecken? Da geht's außerhalb von der Stadt und was ist hier? Ja. Jungfrauen. Immer dasselbe mit denen. Ja, natürlich. Hier ist absolut gar nichts. Oh. Hey. Cosplay Holy. Warten Sie, Cosplay Holy, warten Sie doch. Ich möchte gern mit Ihnen reden. Seine halbgöttliche Wenigkeit grüßt euch. Wir sollten dringend los. Holy, habt ihr nicht eben noch dort unten gestanden? So? Nein. Seine halbgöttliche Wenigkeit steht schon den ganzen Tag hier. Hier stimmt doch was nicht. Wir sollen dringend los. Dringend los? Seine halbgöttliche Wenigkeit wird hier aber noch eine ganze Weile stehen und posieren. Möchtet ihr vielleicht ein Gemälde seiner halbgöttlichen Wenigkeit kaufen? Nein. Ich möchte ein Gemälde kaufen. Sehr gut. Ihr bekommt ein wirklich heroisches Gemälde. Du musst halbgöttlich sagen. Cosplayers Solitaire. Oh ja, ein halbgöttliches Gemälde. Der Preis beträgt 10 Goldstücke. Was? Okay, wir nehmen es. Dann erhält seine halbgöttliche Wenigkeit nun 10 halbgöttliche Goldstücke. Hier ist es. Ein tolles Gemälde seiner halbgöttlichen Wenigkeit. Werdet glücklich damit. Wenn im Süden der große Avatar steht und hier noch einmal, dafür gibt es nur eine vernünftige Erklärung. So?
Ihr habt es erraten? Ihr seid ein Spion der Dark Church. Ihr seid der verschollene Zwillingsbruder von Holy Avatar. Ganz falsch. Wir sind nur Cosplayer. Oh, natürlich. Das wäre mein zweiter Vorschlag gewesen. Du weißt doch, was Cosplayer sind, nicht? Was ist das? Wir verkleiden uns wie berühmte Helden aus der Geschichte von Grotesk. Seine halbgöttliche Wenigkeit hat sich als Holy Avatar verkleidet. Sogar mit seiner funkelnagelneuen Rüstung. Mann, die hat echt viel Geld gekostet. Ihr seht Holy Avatar verdammt ähnlich. Verdammt ähnlich! Unfassbar! Oh, wirklich? Danke. Dafür, dass ich eine Frau bin, muss ich das wirklich gut gemacht haben. Eine Frau? Oh, Alles klar. Gut. Tja, eine Frau. Seid gegrüßt. Sprecht doch bitte mit dem legendären Holy Avatar hier neben mir. Er verkauft euch auch seine Gemälde. Okay. Verletzter Ritter, sprich mit mir. Ah, du willst nicht mit mir. Dann rede ich doch mit diesem strammen Burschen. Willkommen, Soldat. Oh, East. Wer seid ihr? Ich bin East, der Schmied hier in Station Wish. Ihr wollt den Viechern und der Sekte kräftig in den Hintern treten? Yeah. Dann kauft meine Waffen und Rüstungen, Soldat. Ich biete für jede Klasse etwas an. Greift nur zu. Habt ihr vielleicht eine Idee, wo wir Mitglieder für unsere Party finden können? Ich habe schon von Holy Avatar vernommen, dass er eine schlagkräftige Truppe aufbauen will. Das ist jetzt auch dringend nötig. Wie wär's denn mit dir, East? Du bist doch groß und stark und hast dein goldenes E auf deiner Halskette. Aber die meisten hier sind verletzt und ich muss Stellung beziehen. Wenn die Sekte die Station angreift, müssen wir bereit sein. Wenigstens so halbwegs. Allerdings vermisse ich meinen Zwillingsbruder, West. Es könnte sein, dass er in Schwierigkeiten steckt. Natürlich. Naja, eigentlich steckt er immer in Schwierigkeiten. Er war schon immer das schwarze Schaf in der Familie. Wenn ihr versteht, was ich meine. Er könnte euch sicherlich helfen, wenn ihr ihn findet, Soldat. Er ist ein guter Krieger. Nur manchmal etwas jähzornig. Wo finde ich West? West befindet sich höchstwahrscheinlich in Westwind. Ah, natürlich. Das hätte ich mir wohl denken können. Was ist jetzt, Sonic? Wenn er zu stark verwundet wird, macht ihn das rasend. Es ist also dann durchaus mal möglich, dass er auch die eigene Gruppe angreift. Die eigene Party? Ja. Okay. Hey, wenn er je zornig wird, dann haltet einfach ein wenig Abstand. Das haben meine Eltern damals auch immer gemacht. Aber im Grunde hat er ein gutes Herz. Natürlich. Wie kenne ich West denn? Ihr habt wohl nicht zugehört, Soldat. West ist mein Zwillingsbruder. Gut, dann sollte ich ihn tatsächlich erkennen können. Wir werden West finden. Viel Glück, Soldat. Ihr werdet es brauchen. Alles klar, East. Soldat. Zeig mir mal bitte deine Waren. Oh, das. Barbarischer Lederanzug, das ist bestimmt für West. Ich kann nicht genau sagen, warum ich das denke, aber da ist ein kleines Weh. Was haben wir denn hier? Ein Hauch von nichts. Dekorativer Stofffetzen und seidenes Kleid. Gestreiftes Korsett. Korsett mit Spitze. Knappes rosa Kleidchen. Cocktailkleidchen. Natürlich. Goblin-Dolche. Oh, wir kriegen auch einen Goblin. Alles klar. Nietenmantel. Feine Lederjacke, ja, die haben wir schon. Verbeulte Plattenrüstung. Plattenrüstung. Geprägte Plattenrüstung. Lederhose. Alles klar. Langschwert. Katana. Wie viel Gold haben wir? Wir haben 40 Gold. Alles klar. Alles klar. Ich kann also nichts kaufen. Hier. Okay. So, was sage ich das hier? Oh, ein Questgegenstand. Das ist doch mal interessant. Aber ich kann hier nichts kaufen. Zu wenig Gold.
dann gehe ich halt mal zu diesem bärtigen Mann hier. Seid mir gegrüßt, junger Mann. Na, hallo, Arterius. Wer seid ihr? Ich bin Arterius, der Alchemist. Ich verkaufe Tränke und noch weitere Tränke. Ja, nein, doch, genau. Okay. Ihr seid einer von diesen etwas zerstreuten Magiern, von denen man so hört, was? Zerstreut? Wie? Was? Ja. Nein! Naja, manchmal schon. Doch meine Tränke sind mehr eine Art Kunst als Magie. Ja. Nach der Schlacht mit den Dark Church sind meine Tränke so beliebt wie noch nie. Aber die Schwerverletzten gehen zu Cynthia. Nur sie besitzt die Macht, Schwerverletzte zu heilen. Was wisst ihr über die Schlacht? Ich nichts. Naja, nicht viel. Ein Haufen Verletzter, Wehklagen, Tränen, Trübsal und Depressionen. Oh ja, Depressionen. Aber ich kämpfe dagegen an. Ich suche Verstärkung für meine Party. Habt ihr vielleicht eine Idee? Ihr scheint mir ehrgeizig zu sein, junger Mann. Ja, ich kenne jemanden. Niemanden. Doch fragt meine Kollegin Cynthia. Möglicherweise hat sie einen Vorschlag. Ihr findet sie nicht im Südosten von Station Wish. Ja, ihr verwirrt mich, verwirrter Magier. Alchemist. Es nennt sich Alchemist. Na, Herkules, alles klar. Habt ihr vielleicht eine Quest für uns? Unsere Truppe sucht nach Herausforderungen und wir müssen uns verbessern. Der Held Holy Avatar gehört zu eurer Party, richtig? Ja, er ist es, leibhaftig. Das ist wirklich gut. Holy Avatar hat sehr viel für Glory getan. Ja... Oder nicht? Doch, ich denke schon. In Riverwind gibt es Horden von Moskitos. Ich brauche dringend ihre Stacheln für einen neuen Trank, den ich erstellen will. Stacheln? Ihr wollt einen Gifttrank erstellen? Ja, nein! Wie kommt ihr denn darauf? Ein Trank der fabelhaften Freude soll das werden. Ach so, also eine Art Halluzinogen. Wie sieht's aus mit Belohnung? Die jungen Leute von heute immer so gierig. Nun gut, ich werde euch mit ein paar meiner Tränke entlohnen. Nein, ja? Doch, das werde ich. Denke ich. Okay, abgemacht. Schlecht. Ich meine, sehr gut. Bringt mir 5 Moskitostacheln. Nein, 10. Ja, 3. Also dann. Ja. Zeig mir was, du verkaufst das und hör auf zu reden. Kleiner Heiltrank. Trank der Resistenz. Regenerationstrank. Flinkheit. Angriffskraft. Alles klar. Brauche ich aber alles nicht. Noch nicht. Dann gehe ich erstmal weiter. Jo, mit dir habe ich noch nicht geredet. Ihr wollt bestimmt ins Winchester, meinem Wirtshaus. Das hat geschlossen. Nein, aber warum dein unwichtiger Wirt? Wieso das? Die Dark Church hat uns den Nachschub ruiniert. Es gibt hier nichts mehr zu trinken. Geht zum Brunnen, wenn ihr durstig seid. Wie Holy immer einfach so glitzert. Das ist unglaublich. Okay, ein Besen. Was kann ich denn hier machen? Kann ich mit euch reden? Kann ich mit dir reden? Was wünscht ihr? Cynthia! Wer seid ihr? Ich bin Cynthia. Ich kann eure schwerverletzten Partymitglieder heilen. Allerdings können sich die Krieger aus der niederen Schicht die Kosten nicht leisten. Ich möchte meine fünf Partymitglieder heilen. Das macht dann 1000 Goldstücke. Was? Bitte was? Habt ihr etwa nicht so viel Gold? Dann macht die Fliege. Der Nächste, bitte. Das ist doch Was super. Was wünscht ihr? Habt ihr vielleicht eine Idee, wo wir Partymitglieder finden können? Könnt ihr die Preise nicht senken?
Was? Ihr wisst gar nicht, welch aufwendige Arbeit der Heilprozess ist. Meine mentalen Fähigkeiten werden bei jedem Heilprozess stark in Mitleidenschaft gezogen. Das bedeutet minutenlange Kopfschmerzen. Ich werde die Preise deshalb höchstens erhöhen. Wenn ihr noch länger darauf herumreitet, werde ich gleich damit anfangen. Ihr solltet uns wirklich heilen, sonst... Sonst was? Sonst wäre unser Königreich, glaube ich, in sehr großer Gefahr. Sonst würde der halbgöttliche Holy Avatar sehr erzürnt sein. Und das Leben unschuldiger wäre natürlich gar nichts. Natürlich, Holy wäre sehr erzürnt. Holy? Der Held kann mir gestohlen bleiben. Er hat mich vor einem Jahr versetzt, als wir verabredet waren. Er ist nie erschienen. Angeblich hatte er keine Zeit, musste die Welt retten, bla bla bla. Danach hat er immer wieder unser Rendezvous verschoben. Also erzählt mir nichts von diesem dämlichen Halbgott. Wie wär's, wenn ich mit euch ausgehe? Ihr habt Humor, das muss man euch lassen. Sehe ich so aus, als würde ich mit einem depressiven Gothic-Kerl ausgehen wollen? Außerdem seid ihr mir zu jung. Ich brauche schon einen richtigen Mann. Okay, das hat gesessen. Jetzt bin ich deprimiert. Und ich dachte, ihr seid die ganze Zeit deprimiert. Ich könnte ja mal mit Holly darüber reden. Er soll angekrochen kommen und auf Knien betteln, wenn er noch einmal eine Chance haben will. Okay, dann richte ich das wohl mal aus. Was ist denn mit anderen Optionen? Mitglieder? Es tut mir leid, aber ich habe keine Zeit für solch belanglose Probleme. Habt bitte ein Herz, Priesterin, wir brauchen dringend Verstärkung. Mehr heilungsbedürftige Partymitglieder würden auch mehr Profit bedeuten. Wo ihr recht habt, habt ihr recht. Ich kenne da ein leicht verletzbares Ding. Sie ist blond und etwas naiv, wenn ihr versteht, was ich meine. Ihr meint, sie ist etwas langsam denkend? Ihr dagegen seid ein Meister der Intelligenz, richtig? Candy wollte als Lehrling anfangen. Ich habe sie aus reiner Gutmütigkeit nach Riverwind geschickt, um Heilpflanzen zu suchen. Sie ist nicht mehr zurückgekehrt. Ich werde so ein nutzloses Ding nicht gebrauchen können. Vielleicht könnt ihr etwas mit ihr anfangen, wenn sie nicht schon tot ist. Riverwind also. Danke für die Information. Holy Avatar wird sich sicherlich für Candy interessieren. Was wünscht ihr? Ist Riverwind eigentlich gefährlich? Hätte ich sonst Candy dorthin geschickt? Nein, ihr natürlich nicht. War das sarkastisch gemeint oder kam diese Aussage aus vollster Überzeugung? Aus vollster Überzeugung, natürlich. Sehr gut. Natürlich gibt es da auch nichts Gefährliches, außer ein paar Viechern. Hier, nehmt diesen Trank mit. Den habe ich noch von Arterius übrig. Oh, eine freundliche Geste. Manchmal scheint sich Diplomatie wirklich zu lohnen. Was wünscht ihr? Okay, das war's dann. Das war's dann erstmal. Oh, ich habe ein Achievement freigeschalten, oder? Keine Ahnung, ich sehe es nicht. Mein Bildschirm ist ein bisschen weiter nach oben versetzt. Dann erkenne ich das nicht. Okay, Holy. Ich werde gleich auf dich zurückkommen. Ich möchte noch kurz... dahin? Ja? Nein? Nein. Okay, Holy. Oh, Holy Avatar. Ihr schaut seine halbgöttliche Wenigkeit so fragend an. Ja, wir haben ein Problem mit der Heilung von Partymitgliedern. Geht es um Cynthia? Sie hat unverschämt hohe Preise und ich habe versucht, sie zu überzeugen, uns einen Rabatt zu geben. Daraufhin hat sie mir erzählt, dass sie sie vor längerer Zeit versetzt hat. Ja, seine halbgöttliche Wenigkeit musste an diesem Tag einen wichtigen Endgegner besiegen. Da blieb leider keine Zeit für ein Rendezvous. Nun sollt ihr auf Knien bei Cynthia um ihre Gunst betteln. Seine halbgöttliche Wenigkeit versteht. Auf Knien zu betteln wäre jedoch fatal für das heroische Image des Holy Avatars. Natürlich, Holy. Unabhängig davon erlaubt die schwere Plattenrüstung nur eine sehr eingeschränkte Bewegungsfreiheit. Das stimmt. Drake, lasst euch was einfallen. Sagt ihr, Holy Avatar wird ein ganz besonderes Geschenk für sie finden und ein Rendezvous folgt, sobald die Dark Church besiegt wurde. Na gut, dann gehe ich mal wieder. Alles klar, Holy. Du hast einfach keinen Bock auf sie, aber willst es ihr nicht sagen. Dafür habe ich Verständnis.
Was wünscht ihr? Wegen Holy. Ja? Was habt ihr zu sagen? Oh, der Clown regt so auf. Er wird euch bei der nächsten Reise ein halbgöttliches Geschenk mitbringen und das Rendezvous nachholen, wenn die Dark Church besiegt wurde. Was für ein Geschenk. Ein Geschenk aus purer Liebe, ein sehr teures und luxuriöses Geschenk, das ist eine Überraschung. Das wird sie nicht annehmen. Das wäre schon eher ein teures und luxuriöses Geschenk, weil... Ja, Geldhaufen und so. Und eine Überraschung, ja, ich mache das so. So? Wie teuer? Sehr teuer, so teuer, dass ihr euch ein ganzes Horde Chocochicks leisten könntet. So teuer, dass ihr euch alles kaufen könnt, was ihr euch jemals im Traum vorgestellt habt. Oh, ich möchte ein goldenes Schloss mit ganz vielen Dienern. Kein Problem. Na gut, dann sei ihm verziehen. Und ich werde euch ein Angebot für die Heilung machen. Wenn er mir noch ein persönliches Geschenk macht. Ich möchte nicht so lange warten, bis er von seinen Reisen wiederkommt. Ein persönliches Andenken muss er mir jetzt schenken. Okay, ich werde es ihm ausrichten. Immer diese nervigen Botengänge. Habt ihr etwas zu kritisieren? Ihr könnt gerne eure Freunde mit einer Schaufel begraben, wenn euch das lieber ist. Nein, nein, schon gut. Ah, immer die Heiler. Die haben die Zügel in der Hand. Verscherzt es euch nicht mit den Heilern, Leute. Sonst habt ihr verspielt in eurem Leben. Sonst habt ihr verspielt. Ihr schaut seine halbgöttliche Wenigkeit immer noch so fragend an? Ja, wir haben immer noch ein Problem mit der Heilung von Partymitgliedern. Was will Cynthia denn noch? Sie freut sich nun auf ein luxuriöses Geschenk. Doch solange sie es nicht bekommt, möchte sie noch ein persönliches Andenken von euch haben. Frauen. Lasst seine halbgöttliche Wenigkeit nachdenken. Ja? Was kommt euch in den Sinn? Geliebter Holy Avatar, wolltet ihr nicht um diese Uhrzeit eure Massage haben? Gleich, Mandy, gleich. Denkt euch wieder etwas aus, Drake. Seine halbgöttliche Wenigkeit hat einfach keine Zeit für solch belanglose Probleme. Natürlich. Verdammt, dann muss ich sie irgendwie überlisten. Oh je, Drake, du hast kein leichtes Leben. Dein Leben möchte ich nicht haben. Lauf mal bitte nach da oben, Drake. Was wünscht ihr? Hier habt ihr das persönliche Andenken von Holy Avatar. Oh, ich bin überrascht. Ein wunderschönes Gemälde. Die Rüstung steht ihm wirklich. Also gut, da ihr euch so viel Mühe gemacht habt, um mich milde zu stimmen, werde ich euch ein Angebot für die Heilung von frisch verstorbenen Partymitgliedern machen. Yay! Trottel, es gibt überhaupt keine schwer verletzten Partymitglieder, die ich heilen könnte. Was wünscht ihr? Alles klar. Okay. Ja, haben wir jetzt eigentlich alles? Bin mir gar nicht so sicher. Wir waren bei den Cosplayern, wir waren bei dem Schmied, wir waren bei dem Trankheini. Die waren bei Demi, aber... Ihr wollt bestimmt ins Winchester, meine... Nein. Die Dark Joe. Nein, da waren wir schon. Der hat absolut gar nichts mehr für mich. Der Clown glaube ich auch nicht. Der nervt einfach nur. Ah! Großer Held! Ich kenne einen Witz, der jedem gefällt! Erzählt mir. Vielleicht habt ihr es noch nicht bemerkt, aber... Mann zum Bäcker. Ah, das hat mich schon. Nein, ich... Oh, das hatte ich auch schon. Wieso entsteht bei mir nur ein Gewinn? Okay, ich glaube, ich habe alles. Ja, wir haben wohl alles abgeratet. Kann ich jetzt wieder zu dem glänzenden Holy gehen und den Part beenden. Bis dann. Ciao.